zusammen, Toni hier von Game of Lewis. Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Unboxing. Ihr habt es gerade gesehen, keine MFB Pro Box, sondern dieses Mal die Süßes oder Saures Box von Hecht und Barsch. Die gibt's oder gab's letztes Jahr schon und die unterstützen damit eine Kinderhilfe. Die Royal Fishing Kinderhilfe wird damit unterstützt. Also ein paar Kröten von dem, was wir hier ausgegeben haben, geht an die Kinderhilfe, finde ich super. Das kann man unterstützen und ja, weitermachen damit. Also echt coole Aktion, finde ich in Ordnung und sollte auf jeden Fall supported werden. So, ich habe eine Saurus-Box erwischt. Ich habe die gerade schon einmal geunboxt. Da war aber die ganze Zeit meine Adresse zu sehen im Video und das soll natürlich nicht sein, deswegen drehe ich es nochmal neu. Aber, anyway, fangen wir an mit Powerbait, was mit da drin ist, für die Forellenangler unter euch, die gerne an Forellensee fahren oder auch irgendwo im Natursee mit den Powerbaits angeln. Bestimmt eine coole Geschichte, ist gar nicht meine Angelei. Die Powerbait-Packung hier werde ich auf jeden Fall verschenken an meinen besten Freund, der hat gerade das Angeln für sich entdeckt. Also Andreas, ich habe da was für dich. Und ich hoffe, dass du mal ganz schnell dann jetzt bei Fishing King deinen Schein machst und dann, dass wir mal richtig losgehen können. Genau, dann geht's weiter mit ein paar Softbaits von der Firma Gunki. Drei Stück sind hier drin. Einen schönen Anisgeruch. Einmal so einen ja, etwas natürlicheren, grünlicheren mit einem Twister-Schwanz, Green Tomato und so ein Blau-Türkis. Alle drei mit so einem Twister-Schwanz finde ich mal ganz cool, dass es jetzt nicht der klassische Paddle-Tail ist oder Pintail, was man so oft halt sieht, sondern hier doch ein bisschen Aktion hat, aber andere als sonst. Entschuldigung. Und da bin ich echt gespannt, was die so bringen. Also gerade diese Green Tomato Farbe bringt bei mir hier in Hannover am Kanal relativ häufig Fisch. Also von daher bin ich überzeugt, dass damit was geht. Dann geht es weiter mit den Monkey Lures. Shaky Louie in Apple Bomb, glaube ich. Genau, Apple Bomb 7,5 cm. Seafood Flavored, wie man es von den Monkey Lures kennt. Die haben hier diesen ja, spitz zulaufenden Schwanz hinten dran. Dartpfeilschwanz nennen wir den. Der vibriert halt, ne? Also hinten diese kleine Spitze, die kann nicht ruhig gehalten werden. Und ich glaube, das kann an manchen Tagen wirklich den absoluten Unterschied machen. Wenn es um Neugier von Barschen und oder Zandern geht. So, dann weiter im Programm. Nochmal Gunki. Ein Topwater-Köder. Der Megalon. 10,5 cm, 15,7 Gramm. So sieht er aus. Ziemlich geiles Design. Gut, die Topwater-Angelei ist jetzt, glaube ich, fast vorbei, wenn sie nicht schon vorbei ist. Also ich glaube, da wird jetzt diese Saison nicht mehr allzu viel mitgehen. Aber das macht ja gar nichts. Was man hat, hat man. Und ja, dann geht es noch weiter mit einem einzigen letzten Köder. Und das ist ein Crankbait, hoppala. So wie ich sie mag. Von Strike Pro. Der heißt Cranky X-Deep 60F, also 60 wahrscheinlich 6 cm oder 60 mm. Sehr cooles Design. Hat so ein bisschen was, naja, Sonnenbarsch, würde ich jetzt fast sagen. Gelber Bauch, der vielleicht oder wahrscheinlich sogar UV-aktiv ist. Hat ein Gewicht von 16 Gramm, läuft 1 Meter tief. Ah, hier steht es auch nochmal. Buddy 60 mm, Total 90 mm, also mit der Schaufel dann 9 cm. Ja, finde ich cool. The Secret Weapon. Okay. Lure Design Development. Mhm. Finde ich in Ordnung. Das ist ein sehr schöner Crankbait. Ich mag die Dinger ja total gerne. Und da bin ich auf jeden Fall sehr glücklich mit. Alles in allem muss ich sagen, ist die Box okay und in Ordnung. Mir geht es jetzt tatsächlich null darum, was ich hier für möglichst viel absahne, wäre zwar schön gewesen, aber es geht hier in allererster Linie um die Kinderhilfe. Also von daher, Chapeau an Hecht und Barsch, finde ich in Ordnung. Super Aktion, solltet ihr öfter machen oder alle anderen auch. Und ja, dann schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was haltet ihr von der Box. Gekostet hat sie, glaube ich, 30 Euro oder 35 Euro. Und klar, für 35 Euro
kriegt man auch andere Sachen, aber darum geht es hier in dem Punkt oder in dem Fall überhaupt nicht. Es gab auch Boxen mit einem Warenwert von um die 100 Euro und mehr, sogar welche mit Routen und so weiter. Also von daher, mir hat es gefallen, war mal ein bisschen was anderes, so neben den ganzen MFB-Boxen, die ich sonst so raushau, und hat Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, euch allen ein schönes Wochenende, haut mal unten was in die Kommentare, lasst ein Abo da, Glocke nicht vergessen, ihr kennt das Spiel. Und dann würde ich sagen, bis bald. Nächste Woche gibt es das nächste Video. Und ich freue mich drauf. Ciao.